wie hier in der St. Gotthard-Kirche schaut es seit dem Erlass des Kontaktverbotes in jeder Kirche aus. Leere Bänke, gerade in Zeiten, in denen viele Menschen auch hier Kraft und Mut sammeln wollen würden. Ja, es ist für uns auch sehr einschneidend, weil unsere ganzen Veranstaltungen, die Kreise, die sich regelmäßig treffen und vor allem auch die Gottesdienste, die wir jeden Sonntag feiern, können derzeit nicht stattfinden. Pfarrer Jens Maiburg möchte aber auch in und wegen der Corona-Krise für seine Gemeinde da sein und tritt deshalb jetzt vor die Kameras des SKB. Wir sind sozusagen gezwungen, neue Wege zu gehen und kreativ zu sein und das eine und das andere zu machen, was wir bis vor kurzem noch nie gemacht haben, beziehungsweise mancher auch noch nie daran gedacht hatte, es je zu machen. Und so werden die Andachten für Ostern vom SKB aufgezeichnet. Nicht nur Pfarrer Jens Maiburg wird dann zu seiner Gemeinde sprechen können, auch seine Kolleginnen Ulrike Mosch und Susanne Krab werden zu sehen sein. Es ist eine Richtung, die es natürlich in unserer Landeskirche und in der Kirche in Deutschland schon gibt. Es gibt Fernsehgottesdienste, es gibt Radio- und Rundfunkandachten. Das sind schon bewährte Medien, die auf bestimmter Ebene dann auch bespielt werden. Aber jetzt hier vor Ort in Brandenburg an der Havel tatsächlich zum ersten Mal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses Jahr ist am Karfreitag vieles anders. Da niemand in die Kirche kann, kommt die Kirche zu Ostern zu jedem nach Haus. So überträgt der SKB ab Freitag 18 Uhr die Andacht mit Pfarrer Jens Maiburg im laufenden Programm im Anschluss an den SKB-Wochenrückblick. Ab Sonntag 18 Uhr sehen Sie dann die Andacht zum Ostersonntag mit Jugendpfarrerin Ulrike Mosch und Pfarrerin Susanne Krab. Auch online werden beide Andachten sowohl beim SKB als auch auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde zu finden sein. Schließlich hat Ostern für die Kirche die stärkste Bedeutung und Pfarrer Jens Maiburg zieht selbst zu unserer jetzigen Corona-Krise parallel. Gerade der Karfreitag ist jetzt für alle auch in besonderer Weise erfahrbar, weil das Leben sich so eingeschränkt hat. Und die Sehnsucht nach Auferstehung, nach draußen gehen, nach befreitem Leben ist dadurch umso größer. Und die Hoffnung, die wir haben dürfen, verbinden wir und feiern wir an Ostern. Sehen Sie die beiden Osterandachten ab Karfreitag 18 Uhr und ab Ostersonntag ebenfalls ab 18 Uhr nach dem Wochenrückblick im SKB.